herzlich willkommen zum Crunchtime TV aus dem wunderschönen Ostwestfalen, wo wir gerade mit 27:20 gewonnen haben. Lara, dein Eindruck zum Spiel? Ich denke, es war heute ein super Spiel, was wir auf jeden Fall in Abwehr gewonnen haben. Das sieht man ja an den 20 Gegentoren. 27 geworfene sind okay, aber wir haben am Ende auch ein bisschen das Tempo rausgenommen, um dann die sicheren Dinger zu spielen. Und ich glaube, das haben wir als Mannschaft gut gelöst. Paula, was fällt dir ein? Was war heute der Knackpunkt, womit wir Hillhorst haben schlagen können? Was meinst du? Was war gut? So besonders gut? Besonders gut war, glaube ich, dass wir mal endlich wieder als Team in der Abwehr aufgetreten sind. Und unsere Abwehrarbeit, die wir jetzt wirklich auch in den letzten Wochen enorm trainiert haben, hat sich endlich wieder ausgezahlt. Und es hat wirklich mal wieder Spaß gemacht, in der Abwehr zusammenzuspielen. Jeder hat für den anderen gekämpft und sich auf den Ball geschmissen. Und ich glaube, heute gehen alle mit einem lachenden Gesicht nach Hause. Ja, ich glaube, da gibt es überhaupt gar nichts zu widersprechen. Und unser Rückhalt war Simone, die endlich, ich glaube auch für sie selber nochmal, um das zu sagen, richtig geil von außen die Bude zugenagelt hat. Und die Außenspieler echt zur Frustration am Ende geführt hat. Ich glaube, die Außenspielerin, die links außen träumt heute Nacht von Simone. Ja. Die hat richtig Angst jetzt. Genau. Also dickes Lob nochmal an Simone. Hat sie richtig, richtig, richtig klasse gemacht. Ja. Hüllers überragende Spielerin Susanne Grüning. Konnte immer noch in gewisser Weise ihre Kreise ziehen. Wir haben es versucht, so gut wie möglich einzudämmen, würde ich sagen. Ja. Was uns letztendlich so weit gelungen ist, dass wir mit 7 Toren gewonnen haben. Nächstes Spiel. Kai-Uwe, du bist immer besser informiert als wir. Nächste Woche. Ah, Paula, sehr gut, komm mal. 17:15, glaube ich, gegen Bad Salzuffeln. Ja, richtig, genau. Richtig, weil danach geht's lecker essen. Deswegen, ja, hier, Kai-Uwe möchte mit. Alles klar, dann melde dich an. Sehr gut. Halle Ost, 17:15, Samstag gegen die Bad Salzuffeln, abgestiegen aus der 3. Bundesliga. Genau, Absteiger. Sind gespannt, stehen noch ziemlich weit unten drin. Ja. Kennen wir noch nicht, heißt nichts, genau. Wenn wir an dem anknüpfen können, wie wir es heute gemacht haben, glaube ich, sieht es gut aus. Schöne Grüße zurück ins Münsterland. Ciao!